Willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Heute bin ich mal wieder zu Besuch in Bremen, denn hier treffe ich gleich einen national wie international anerkannten Künstler. Er beherrscht ein Handwerk, das in Deutschland nur noch sehr, sehr selten praktiziert wird und ist damit auch noch ziemlich erfolgreich. Er ist Pfeifenbauer. Die Tabakspfeife ist fast so lange bekannt wie das Tabakrauchen an sich. Denn mit der Pfeife Tabak zu rauchen, war neben dem Schnupfen und dem Kauen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die verbreitetste Art, Tabak zu konsumieren. Und im Gegensatz zum Zigarettenrauchen wird das Pfeiferauchen auch als eine Art Kunst bezeichnet. Warum das so ist, das werde ich jetzt in Erfahrung bringen. Lassen Sie uns also gemeinsam ein wenig eintauchen in die Welt der Pfeifen. Dabei behilflich sein wird uns jetzt niemand geringerer als Karl-Heinz Jura. Pfeifenkennern wird dieser Name mit Sicherheit ein Begriff sein. Hallo, Herr Jura. Ich freue mich, dass Sie uns hier heute bei sich empfangen. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Klein, aber fein, muss ich sagen. Auch von außen relativ unscheinbar. Ist das so typisch Künstler, dass Sie sich in Ihren Bereich zurückziehen, ohne dass die Außenwelt so wirklich davon mitkriegt? Ist zweischneidig. Natürlich ist es schön, wenn man in aller Ruhe arbeiten kann. Aber ich habe ja auch 11 Jahre im Schnorr gearbeitet, sodass die Leute also direkt mir auf die Finger sehen konnten. Und Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe damals also sehr, sehr viel Besucher tagsüber gehabt. Und das war schön und hier ziehe ich mich zurück und fahre dann ab und zu in die Stadt, um wieder Leute zu sehen. Mhm. Ja, aber ich bin schon jemand, der gerne alleine arbeitet. Mhm. Interessant, da sagen Sie es auch schon, wie kam das eigentlich zustande? Also man kann Sie ja schon fast als Urgestein des deutschen Pfeifenbaus bezeichnen. 40 Jahre lang bauen Sie schon Pfeifen. Wie kam das? Na, ich habe sehr, sehr gerne Pfeifen geraucht und habe mir auch sehr schöne Pfeifen gekauft und ja, wenn ich in der Stadt war, also das Pfeifengeschäft habe ich mir auch immer angesehen, also immer schon geguckt. Und da sah ich im Geschäft, im Schaufenster, 4 Pfeifen von einem dänischen Pfeifenmacher, der die also mit der Hand hergestellt hatte. Und die Dinge haben mir so gut gefallen. Und dann habe ich für mich und für einige Kollegen halt Pfeifen gemacht. Und ja, mir hat das gut getan, für mich so zu friemeln. So dass ich, also 74 habe ich angefangen und 79 habe ich an der Schule dann ganz aufgehört, also mich ganz auf Pfeifenmachen konzentriert. Dann habe ich auch einige Pfeifenmacher in Dänemark besucht, die sehr nett waren, aber die Geheimnisse haben sie natürlich auch für sich behalten. Also ein sehr, sehr großes Problem war zum Beispiel, wie kann man Pfeifen schön färben? Aber mittlerweile klappt das ganz gut schon. Wie ist das? Setzt es eigentlich voraus, dass man selbst leidenschaftlicher Pfeifenraucher ist, um auch gute Pfeifen bauen zu können? Ich glaube ja. Also Leidenschaft beim Arbeiten ist sowieso was Gutes. Also ich mache so lange Pfeifen und wenn ich in der Werkstatt bin, vergesse ich die Zeit. Und ich habe jetzt in der Küche zum Glück einen neuen Herd mit einer Schaltuhr. Also mir sind oft Dinge oben angebrannt, weil ich einfach mich in der Werkstatt wieder vergessen hatte. ja, das ist auch beglückend, so lange etwas gefunden zu haben, das einem immer noch Spaß macht, also die Arbeit immer noch erfreulich für mich ist. Besonders natürlich auch, wenn die Sachen, die man macht, auch gerne abgenommen werden. Richtig, ja, also natürlich. Das ist natürlich Bedingung, weil das beflügelt dann auch wieder schöne Dinge zu machen. Mhm. Eine Pfeife, besonders wenn sie so teuer ist, muss gut schmecken. Also das ist das A und O. Wenn also jemand Pfeifen macht und die Dinger schmecken nicht, dann wird der Kunde nicht nachkaufen. Klar. Und das Nachkaufen ist wichtig. Also es gibt Leute, die haben ein paar hundert Pfeifen von mir. Ja. Ist eine Leidenschaft und ja, davon leben wir natürlich auch. So soll es auch sein. Und hier haben wir jetzt schon ein paar gute Stücke aus Ihrem Sortiment. Ich nehme jetzt einfach mal ganz frei 2 solcher hoch. Die sehen einfach von der Form her auch schon ganz anders aus. Wie viele Pfeifenarten gibt es eigentlich? Oh, das ist, kann man sich nicht darauf festlegen. Für mich ist es wichtig, dass eine Pfeife in der Form sehr einfach gehalten wird. Die Form insgesamt muss mir natürlich gut gefallen. Ja, dann die Rauchqualität muss sehr gut sein. Und naja, ich glaube, die Leute, die sehr viel Geld für eine Pfeife ausgeben, wollen also nicht so viele von den ganz extravagant geformten Pfeifen haben. Also ich bin mit dieser
Form, dass ich mich so an das Klassische anlehne, eigentlich immer sehr gut gefahren. Das heißt, man sieht hier also eine klassische Jura-Pfeife. Bei dieser hier nicht. Hier geht es also darum, dass ich den Maserungsverlauf so rausgearbeitet habe. Auf dieser Seite kommen die Bird-Eyes alle durch. Bei dieser Pfeife, die Sie hier in der Hand haben, da herrscht eben die gerade Maserung vor, dass die Maserung von oben nach unten verläuft. Ich mache den Holm jetzt auch stärker, damit man auch am Holm sehr viel von der schönen Maserung erkennt. Ja. Und ja. Das klingt sehr interessant, da bin ich jetzt sehr gespannt, Ihnen mal über die Schulter zu schauen. Sie haben den Geschmack schon angesprochen. Das heißt also, das Pfeiferauchen ist wirklich eine geschmackliche Angelegenheit unter anderem. Das heißt, die Wahl des richtigen Holzes ist da sicher von Bedeutung, ne? Jetzt habe ich hier so eine Keule schon in der Hand. Fast pfeifenähnlich. Was ist das für ein Holz? Das ist das Brière-Holz, wächst rund ums Mittelmeer. Und das hat ganz tolle Eigenschaften. Es kann also unglaublich hohe Temperaturen vertragen. Also da schmelzen Buntmetalle. Und das Pfeifenholz geht nicht kaputt. Es kann die Feuchtigkeit aufnehmen, das heißt, man kann eine Pfeife trocken rauchen. Und je länger man den gleichen Tabak in einer Pfeife raucht, umso intensiver wird der Geschmack. Das heißt, das Holz nimmt auch Aromastoffe auf. Wenn ich zum Beispiel Holz kaufe und es schlecht lagere in einem feuchten Keller, dann kann ich das Holz nicht mehr für Pfeifen verwenden, weil auch dieser muffige das Muffige aus dem Keller wird auch im Pfeifenholz dann festgehalten. Ich verstehe. Und die Pfeife wird immer muffig schmecken. Mhm. Das heißt, das Holz muss, auch wenn ich es vom Säger bekommen habe, hier gut gelagert werden. Und der Säger, der gibt das Ganze dann in dieser Form schon an Sie weiter oder schneiden Sie das dann so zurecht? Nein, das wird so in der Sägerei geschnitten. Und zwar ja so, dass man die Maserung, den Maserungsverlauf schon sehen kann. Ich mache das mal nass. Ja. Dann können Sie also auch mit bloßem Auge gleich die Maserung erkennen. Wenn das Wasser also da eingezogen ist, dann kommt die Maserung durch. Hier sehen Sie eben die Längsmaserung. Und wenn wir vorne das Stück noch mal nass machen. Ja, jetzt sehe ich schon den Maserungsverlauf. Ah ja. Das heißt, es kommt schon mal vor, wenn Ihnen die Maserung nicht ganz so gefällt, dass Sie das Stück auch aussortieren. Ja, natürlich. Das sind Pfeifenhölzer, die dann bei mir in diesen Kisten landen, die ich da nicht zu Ende mache, weil ich kann keine preiswerten Pfeifen mehr machen. Dazu schlucke ich in der Werkstatt zu viel Staub, weil ich ja alles schleife. Und der Holzstaub, also ungefährlich ist er nicht. Ne? Ah ja, okay. Aber könnte man rein theoretisch auch ein anderes Holz nutzen? Nein. Nein, es ist ausschließlich das. Weil das so viel gute Eigenschaften hat. Also das, ich weiß nicht, dass ein anderes Holz so gute Eigenschaften hat. Ich habe am Anfang schon mal Versuche gemacht mit anderen Pfeifen, aber es kommt nichts am Brierholz ran. Ja? Okay, gut. Da muss ja aus diesem Klotz dann im Prinzip die Pfeifenform entstehen. So, das Kopfstück ist bearbeitet. So heißt der Teil der Pfeife. Ja, ich habe es mal nass gemacht, damit Sie das sehen. Ja. Ist von der Seite fantastisch geworden. Also ich habe eine gute Entscheidung getroffen, wie rum ich den Klotz eben gehalten habe beim Sägen. Ja, wir haben das gesehen, es wurde geschliffen und gebohrt. Von der Form her ist das eigentlich immer gleich oder gibt es da, kreieren Sie manchmal auch so eigene Ideen? Ich muss mich ja nach der Maserung richten. Erstmal die Maserung ist ganz wichtig, dann mache ich die Pfeife auch gerne so, dass sie oben dünn ist und unten, wo dann sehr viel Temperatur entsteht beim Rauchen, sollte sehr viel Holz sein. Ja. Ja?
Und also ich mache den Rauchkanal später auch so, dass ich sehr viel Boden habe. Weil wenn man unvorsichtig raucht und der Boden ist zu dünn, dann kann man den Boden durchrauchen. Also das gibt es auch. Ich verstehe. Was mir aufgefallen ist, es ist alles Freihand. Also da braucht man doch bestimmt ein sehr, sehr gutes Augenmaß, oder? Ja, ich kann also diese Form nicht mehr einspannen, weil von den Spannbacken würde ich dann eben Stellen bekommen. Und deswegen halte ich also die Pfeife immer in der Hand. Und natürlich muss man Augenmaß haben. Also der Bohrer verläuft am Anfang sowieso etwas. Deswegen zeichne ich mir das also vorher auch gar nicht an, sondern ich fange an zu bohren und muss die Mitte finden. Muss Wow. einfach Und das macht sein. dann einfach auch die Erfahrung, ne, die Sie dann auch schon Natürlich, hatten. Wie ist ja. das von der Form? Beeinflusst die auch den Geschmack hinterher? Ich sagte Ihnen ja, dass ich zum Beispiel am Boden sehr viel Holz haben Ja. will. Das ist wichtig, damit ganz viel Feuchtigkeit aufgenommen werden kann, damit die Wärme abgeleitet werden kann. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, was für eine Form ich habe als Tabakbohrung. Und über diese Pfeifenhändler und über die Kunden hat man immer erfahren, welche Pfeifen sich sehr gut rauchen lassen. Und dann guckt man sich die Bohrungen an Ja. und kann natürlich von der Konkurrenz die guten Sachen übernehmen Ich auch. verstehe, Ja, und klar. so trägt man dann zusammen, bis man dann was gefunden hat, was optimal oder relativ optimal ist, ne? Toll. Ja, liebe Zuschauer, die Pfeifenform lässt sich hieraus schon sehr gut erkennen. Allerdings ist die natürlich so noch nicht anwendbar. Es fehlt natürlich das ganz entscheidende Mundstück und gewisse Eigenschaften haben, damit es am Ende zum Rauchvergnügen kommt. Und welche das sind, das erfahren Sie nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Besuch in Bremen beim Pfeifenmacher Karl-Heinz Jura. Und er nimmt mich heute mal so ein bisschen mit in seine Welt der Tabakpfeifen. Dass das Ganze ein sehr, ich sage mal, filigraner und fingerfertiger Beruf ist, das hat man schon gesehen. Da möchte ich aber nochmal dabei bleiben, weil Sie waren vorher als junger Mann auch professioneller Tauchsportler, haben dann als Sportlehrer gearbeitet. Das sind für mich so Sachen, die lassen sich nicht so mit dem Rauchen kombinieren irgendwie. Ist das Ging das damals so zusammen, diese Entwicklung auch bei Ihnen persönlich? Die Pfeifenraucher, also ich kenne viele, die sind alt geworden mit der Pfeife, ja, und haben keine Probleme gesundheitlich. Ja, und zum anderen muss man auch sehen, dass Pfeiferauchen ganz häufig auch zum Stressabbau benutzt wird. Interessant. Wenn man nicht zur Ruhe kommt, verbrennt man sich die Zunge. Das heißt, man muss so ruhig rauchen, man wird selber ruhig. Also die Friedenspfeife hat ja auch was damit zu tun, dass man also sich hinsetzt, sich besinnt. Pfeife rauchen macht auch in keiner Weise süchtig wie das Zigarettenrauchen, weil man einfach den Nikotin nicht in sich aufnimmt. Ja, also das sind große Unterschiede. Interessant. Und Leute, die also auch immer sehr fix sind, immer sehr schnell sind, habe ich die Erfahrung gemacht, die lernen meistens das Pfeiferauchen auch nicht, weil sie nicht die Ruhe haben, um Die eine Geduld, die Pfeife man dafür auch gut braucht. zu rauchen. Ah, Ja, okay. ja, Wie ja. viele Pfeifen kommen da so zusammen? Wie viel bauen Sie im Jahr? Haben Sie das schon mal gezählt? Wie viel ich im Jahr mache? Ja. Ist das immer nach Auftragslage? Nein, nein, nein. Ich arbeite nach Lust und ich werde vielleicht im Jahr 180 Pfeifen machen, also mehr nicht. Ich habe früher, als ich anfing, etwa 500 gemacht, aber da waren die Preise auch anders. Als Anfänger muss man in den Markt reinkommen und wenn man wirklich drin ist, dann kann man auch etwas verlangen für die Sachen. Klar. Und es wird bezahlt. Ja, das ist natürlich wichtig, um das Ganze sicher auch leisten zu können. Trotzdem, ein Großteil an Pfeifen wird auch maschinell hergestellt. Denken Sie, dass der Beruf des eigentlichen Pfeifenbauers irgendwie ausstirbt? Kommen da Leute nach oder wird dieses Handwerk mal aussterben? Ja, es ist so, dass natürlich viele Menschen, die sehr geschickt sind und arbeitslos sind, ich meine, es ist eine Möglichkeit für jemanden, der geschickt ist und Zeit hat, sowas eben auszubauen. Wie weit sie dann letztlich kommen, das weiß ich nicht. Also da. Handwerk bleibt Handwerk, sage ich. Ja, natürlich, Und da kommen wir dann ja. zu unserem Mundstück, was noch Ja, fehlt. ja, Ich habe hier ja. schon mal das Ausgangsmaterial da. Das wäre ein relativ langes Mundstück. Ne? Da muss ja noch Ja. was mit passieren. Und auch das braucht ja gewisse Eigenschaften. Ne? Wie sieht das aus beim Mundstück? Wie muss es sein, damit es Na, zur es Pfeife muss passt? erstmal geschmacksneutral sein. Qualitätsmäßig ist das sehr gutes Hartgummi. Ja. Das ist wichtig, weil
die Sonne, wenn die Mundstücke der Sonne ausgesetzt werden, verfärbt sich das Material. Ja. Und bei sehr guten Hartgummi ist die Gefahr viel, viel weniger groß. Mhm. Also es gibt gepresste Mundstücke aus, ja, mit einer schlechten Qualität und die werden in 3 Tagen grün. Mhm. Und dieses Material ist also leicht elastisch, und das ist dann ein ganz anderes Gefühl für die Zähne. Okay, ich verstehe. Ja. Und ist da an jeder Pfeife ein anderes Mundstück von der Form ja, her? Ja, natürlich. Mhm. Also es wäre für mich viel zu schwierig, 10 gleiche Mundstücke zu machen. Okay, und klar. Ja, jede Pfeifenform verlangt auch ein kurzes Mundstück, ein langes Mundstück und so. Da muss man einfach flexibel sein, ne? Also jetzt sind Mundstück und Kopfstück zusammen. Gerade haben wir das auch orange gesehen, das haben Sie dann abgeschliffen. Warum war das orange? Warum haben Sie dann eine orange Farbe gemacht? Es sind 2 Gründe. Einmal geht das orange, die orange Farbe in das Holz rein, minimal nur. Das will ich auch haben, weil später entsteht, wenn ich Gelb drüber tue, der Kontrast. Aber ich nehme das Orange auch in dieser Phase, weil ich, wenn ich dann am Schleifband bin, mehr sehen kann, wenn ich das Orange wegschleife. Dann komme ich oder die Form gelingt mir besser. Die Arbeit ist geschafft. So sieht es ja dann fertig aus, das Stück. Nach mehrmaligem Beizen nochmal, Schleifen, natürlich schlussendlich im Polieren, sieht sie dann so gelungen aus. Man beachtet natürlich auch das schön geformte Mundstück. Auch das haben Sie ja richtig sogar noch über der Kerze dann nochmal erhitzt, dass sich das dann biegen lässt. Ja, toll. Sehr, sehr schön. Das war jetzt natürlich für uns relativ schnell gemacht. Was ist so sonst durchschnittlich die Arbeitszeit? Wie lange verbringen Sie so mit einer Pfeife? Naja, ich habe natürlich auch dann Trockenzeiten oder es geht schon los, dass ich die Bohrung mache und dann die Köpfe erstmal noch 2-3 Monate liegen lasse, weil das Holz muss ich auch wieder setzen, damit später keine Probleme entstehen, dass das Mundstück also nicht zu fest und nicht zu locker ist. Mhm. Ja, also wenn man die ganze Zeit nimmt und es kommt kein Fehler, dann bin ich in 2 Tagen fertig mit einer Pfeife. Also es geht relativ schnell. Aber man muss natürlich auch sehen, dass sehr viel Zeit einfach verloren geht, dadurch, dass man Köpfe formt und dann kommt ein Fehler. Mhm. Und wenn der Fehler zu allerletzt erst kommt, dann ist die ganze Arbeitszeit auch weg. Also das muss natürlich dazu gerechnet werden. Ne? Klar. Wir sehen jetzt hier auch schon ein wenig mehr Utensilien. Denn schlussendlich möchte sie auch noch mal gestopft werden, wie es richtig heißt. Dazu nehmen wir natürlich keine neue, sondern ihre. Ja, die muss eingeraucht sein. Da sprechen Sie es auch schon an. Es gibt diese Einrauchphase. Was genau ist da zu beachten? Wie läuft das ab? Es ist natürlich gut, wenn man die Pfeife nicht von Anfang an vollstopft, sondern erst 3/4 vollstopft oder halb voll und dann 15 Mal die Pfeife erstmal halb gestopft oder 3/4 voll gestopft raucht, weil dann kann die Kohleschicht sich von unten aufbauen. Wenn man die Pfeife gleich vollstopft, dann bildet sich oben die stärkste Kohleschicht und dann läuft später das Feuer nicht mehr so gut in dem
Ich Pfeifenkopf. Also es muss bedacht werden, wenn zum Beispiel es jetzt ein Anfänger gut, sich dafür interessiert. Ist gut, wenn man das so macht. Ja, ist ja. gut, wenn man das so macht. Ja. Das heißt, Sie haben hier Tabak stehen. Wie häufig rauchen Sie Pfeife? Ja, ich rauche am Tag höchstens 2 Pfeifen. Also das reicht mir. Und man muss ja auch sehen, dass man 1,5-2 Stunden eine Pfeife rauchen kann. Mhm. Also man muss Zeit haben für die Pfeife. Und das ist für mich am besten eigentlich abends. Mhm, ne? Pfeife rauchen will tatsächlich gelernt sein. Man spricht sogar von einer Kunst. Was genau macht das so schwierig? Ja, die meisten kommen einfach nicht zur Ruhe, wenn sie die Pfeife anzünden. Und wenn man nicht zur Ruhe kommt, dann kann man nicht richtig Pfeife rauchen. Dann wird die Pfeife zu heiß. Sie haben auch Stoffe dann, die sicher nicht so gut sind, einfach weil der Tabak bei zu hoher Temperatur verbrennt. Mhm. Man muss einfach gucken, dass man, wenn man die Pfeife anmacht, zur Ruhe kommt. Mhm. Ja? Dann würde ich Sie gerne bitten, mal die Pfeife für uns zu stopfen, wie es ja fachmännisch lautet. Ja, also ich tue erstmal die ganzen lockeren Krümel unten rein. Mhm. Mhm. Sie machen das jetzt mit den Fingern? Hier liegt noch so ein Gerät? Wenn die Pfeife angezündet worden ist nach einer Weile, muss man mit dem Pfeifenstopfer nachstopfen. Und wenn man die Finger nimmt, dann hat man die Fingerspitzen einfach verbrannt. Erklärt sich von selbst, ne? Ja. Wie halten Sie das eigentlich persönlich? Hält so eine Pfeife ein Leben lang? Gibt es da auch Pflegehinweise oder sowas? Ja, wenn Sie eine Pfeife am Tag 10-mal rauchen, dann können Sie bald wegwerfen. Mhm. Weil die hat keine Chance mehr zu trocknen. Und durch die ständige Feuchtigkeit in der Pfeife wird das Pfeifenholz wieder weich und verbrennt. Mhm. Es gibt Pfeifen, die sollte man nur einmal am Tag rauchen. Wenn man sie öfter raucht, verlieren sie schon an Aroma. Mhm. Da sind die Hölzer unterschiedlich. Ja, aber sicher ist es gut, die Pfeife nur einmal am Tag zu rauchen. Mhm. Was muss man jetzt investieren, wenn man sich, ich sag mal, eine Jura oder generell eine Pfeife, die von besonderem Wert ist, anschaffen möchte? Ja, also die unterste Preisklasse fängt bei etwa 800 Euro an. Mhm. Ich habe dann Klassifizierungen, meinetwegen A, B, C, D und so. Da geht das bis etwa 1.800 Euro und ab 2.400 Euro kommen dann die Pfeifen, die mit einer Krone gestempelt sind. Mhm, das heißt, meine Königspfeifen, nicht? Wow. Und ja, da geht es ab 2.400 Euro los. Toll, ja? Also das ist natürlich eine gute Summe. Ja, aber ja. Ich denke, Pfeifenliebhaber werden das mit Sicherheit bezahlen. Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass wir Sie heute hier besuchen durften. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen auch und ich hoffe, dass es ein schöner Film wird. Ja, das hoffe ich auch, liebe Zuschauer. Also ich muss sagen, ich persönlich als Nichtraucherin kann trotzdem so ein bisschen die Faszination Pfeife nachvollziehen. Ich habe für meinen Teil sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass Sie es natürlich ebenso interessant fanden wie ich und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came to say hello.